Hier gibt es noch etwas, und zwar Abu Bakr ibn al-Arabi. Abu Bakr ibn al-Arabi, ein malikitischer Faqih, nicht zu verwechseln mit Muhyiddin ibn Arabi. Das sind zwei verschiedene Personen. Muhyiddin ibn al-Arabi war diese bekannte Person, die seltsame Glaubensvorstellungen hatte, wie den Hulul und so, der bei den Sufis gefeiert wird. Abu Bakr ibn al-Arabi mit Al, das ist ein malikitischer Rechtsgelehrter. Er hat gesagt, dass al-Dhahabu fil Ard, das Herumwandern auf der Erde, kann man in mehrere Kategorien einteilen. Ich zeige euch mal, wie der das eingeteilt hat. Ich habe es jetzt mal Herumwandern genannt. Mir ist kein besseres Wort eingefallen. Al-Dhahabu fil Ard. Er sagt, das ist in zwei Formen einzuteilen. Einmal al-Dhahabu talaban wal-Dhahabu haraban. Yani, einmal im Sinne der Flucht und einmal im Sinne des Suchens oder Strebens nach etwas. Und wie ihr sehen könnt, die Flucht hat er hier in diesen Punkten aufgezählt. Das Flüchten aus dem Darul Hab, das Flüchten aus dem Land, in dem die Bid'a, oder die Bid'a, die offizielle ausgelebte Form der Religion ist. Deswegen sagte Ibn al-Qasim, er sagte, ich habe Malik, yani Malik ibn Anas, sprechen gehört. Er sagte, La tahillu al-iqama fi baladin yusabbu fiha al-salaf. Es ist nicht erlaubt, in einem Land zu leben, in dem die Salaf geschmäht und beschimpft werden. Das dritte, aus einem Land, in dem das Verbotene, also verbotenes Geld, verbotene Waren, verbotene Lebensformen, in einem großen und starken, umfangreichen Ausmaß ausgelebt werden. Dann Flucht wegen körperlichen Gefahren. Das heißt, wenn man körperlich bedroht ist, aus welchen Gründen auch immer. Das nächste, Flucht mit seinem Hab und Gut. Das heißt, man hat Furcht und Angst um sein Hab und Gut in dem Land, in dem man ist, weil da beispielsweise ungerechte Gouverneure herrschen, die Menschen berauben und bestehlen. Das ist auch eine Ursache der Hijra, und das ist legitim. Auch wegen dem Leben zu fürchten ist legitim. Und einer der Ersten, der das gemacht hat, ist wer? Einer der Ersten, der das gemacht hat, also im Koran, Ibrahim, Inni dahibun ila Rabbi sayahdin, als er geflüchtet ist, als man ihn verbrennen wollte. Ebenfalls Musa, Fakharaja minha khaifan yataraqab. Er ist mit Angst und Furcht aus ihr gegangen, aus der Stadt. Das heißt, es ist auch legitim. Und die andere Sache ist, die er erwähnt, Flucht wegen Angst vor Krankheiten oder derartiges. Vorausgesetzt, es ist nicht die Pest. Dann die andere Sache, dass al-Dhahabu talaban, also im Sinne des Talab, hat er das eingeteilt in zwei Bereiche. Talabu din wa talabu dunya. Im Talab din hat er Folgendes genannt zur Besinnung und Lehre, um Erfahrung zu sammeln. Wie Allah Ta'ala sagt, أَفَلَمْ يَسِيحُ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَتُ Ich habe nicht gehört. Sind sie denn nicht auf der Erde herumgewandert, um zu sehen, wie das Ende jener war, die vor ihnen waren? Ebenfalls Safarul Hajj, die Pilgerreise, gehört dazu.
الرباط المرابطة غانشوتس der Militärdienst, Studium, Besuchen von religiösen Merkmalen. Ich meinte mit Merkmalen, ja, den Masjid al-Haram, den Masjid al-Nabawi, al-Quds, wie der Prophet Allah sagte, la tushaddu al-Rihal illa ila thalathati masajid. Na. Und dann in Bezug auf die Welt, Lebensunterhalt, zu verreisen für den Lebensunterhalt. Mit Lebensunterhalt ist gemeint al-Ma'ash, yani das, was man tatsächlich zum Leben braucht, nicht mehr und nicht weniger. Und deswegen das Zweite, zu verreisen wegen Handel oder sonstiger Arbeiten, Gelder zu verdienen, über den notwendigen Lebensunterhalt. Auch das ist legitim. Ja, das sind die Formen des Al-Zahab, die Ibn al-Arabi erwähnt in seinem Tafsir.